Neben der Kommunikation der wissenschaftlichen Methoden, Ergebnisse und Erkenntnisse der Forscherinnen liegt uns bei der Helmholtz-Gemeinschaft auch das Rüberbringen der Faszination Forschung am Herzen. Dies ist umso authentischer möglich, je näher wir die Interessierten mit Forschenden und ihrem Umfeld zusammenbringen. Damit unsere Social-Media-Interaktionsgruppe einige unserer Labore besuchen und sich mit Wissenschaftlerinnen austauschen konnte, luden wir zusammen mit und im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften 20 unserer Follower zum Science-Tweetup am 8. Juni 2013 in Berlin ein, dem ersten Wissenschafts-Tweetup dieser Art. Das Science-Tweetup bestand aus zwei Teilen, einer Walking-Tour durch Labore und Forschungsanlagen in Berlin-Adlershof und einem Forscherinnen-Speed-Dating. Bei der Labortour besuchten wir ab 14 Uhr die Physik der Humboldt-Uni zu Berlin, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik sowie das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, HZB. Die Tweetup-Teilnehmerinnen konnten hier etwas über die Mathematik des Zufalls lernen, sich über Planetenforschung und fremde Himmelskörper informieren, in Reinraumkleidung ein einzigartiges Laserlabor besuchen sowie den Elektronensprecherring BESSI 2. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr gab es dann im Erwin-Schrödinger-Zentrum eine Diskussionsrunde, bei der unsere Teilnehmerinnen jeweils eine Forscherin oder Forscher aus den vier besuchten Institutionen ausführlich befragen konnten. Wir führten diese Q&A-Session allerdings nicht in einer Bühne-Publikumssituation durch, sondern ganz auf Augenhöhe. Die vier Wissenschaftlerinnen saßen dabei jeweils an einem Tisch mit fünf Tweetup-Teilnehmenden und führten so ein Gespräch in einer kleinen Gruppe. Nach einer Viertelstunde wechselten die Wissenschaftlerinnen ganz im Sinne eines Scientist-Speed-Datings die Tischgruppen einmal herum. So hatte jede Gruppe nach einer Stunde mit allen vier Experten gesprochen. Die Idee zum Science-Tweetup orientiert sich am Space-Tweetup, das ESA und das DLR im September 2011 erstmals in Europa durchgeführt hatten. Beim solchen Tweetup geht es darum, wissenschaftsinteressierte Blogger und Nutzer von Social-Media-Plattformen einzuladen und ihnen exklusiven Zugang zu Forschungsanlagen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu geben, ähnlich einer Pressetour. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können und sollen dann ihre Eindrücke, also Fotos, Videos, Tweets, Texte und so weiter, veröffentlichen, mit ihren Online-Kontakten teilen und so als Multiplikatoren 2.0 fungieren. Dafür stand ihnen kostenloses WLAN zur Verfügung. Im Rahmen einer öffentlichen Ankündigung konnten zwischen dem 29. April und dem 21. Mai 2013 alle ihr Teilnahmeinteresse bekunden. Das Tweetup kombiniert Elemente der Event- und der Social-Media-Kommunikation. Als relativ neues Format der Wissenschaftskommunikation bietet es interessante Chancen zur Vernetzung mit der Öffentlichkeit. Während das Science-Tweetup selbst für die 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos war, mussten sie für ihre Anreise und mögliche Übernachtungskosten selbst aufkommen. Umso mehr freut es uns, dass sogar Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Hamburg, Bonn und Regensburg extra für diese Veranstaltung nach Berlin kamen. Die Science-Tweetup-Gruppe war sehr ausgewogen besetzt, von der 19-jährigen Abiturientin bis hin zum Early Adopter, der schon seit 5 Jahren twittert. Vom Studenten bis zum Wissenschaftspolitiker, von Bloggern über Podcaster und Wikipedianer bis hin zu Programmierern. Alle mit einer Twitter-Reichweite zwischen 20 und 20.000. Die Gesamtreichweite des Science Tweetup ist schwierig zu messen, wenn man Doppelzählungen vermeiden will. Viel wichtiger sind uns ohnehin die erzeugten Interaktionen und die Bindung. Die Tweets unter dem Hashtag Science Tweetup zeigen jedoch deutlich, dass es uns gelungen ist, die Begeisterung für die Forschung zu transportieren. Eine Auswahl dieser Tweets, die einen Eindruck von der Veranstaltung vermitteln, finden Sie im Blog des Social Media Newsrooms der Helmholtz-Gemeinschaft unter social.helmholtz.de.